Die Kirche des Heiligen Schuhs des Franziskus ist heute entweiht und Teil des Gästehauses Palmieri. Sie wurde 1330 gebaut und liegt mitten in der Altstadt von Lecce. Die Geschichte des Kirchennamens ist ganz kurios und führt zu einer alten Volkslegende. 1222 war Franziskus von Assisi auf seinem Weg ins Heilige Land in Lecce zu Besuch. Man erzählt, dass er von seinen treuen Anhängern der Stadt gebeten wurde, ihnen eine Erinnerung seines Besuchs zu hinterlassen. Der Heilige willigte und schenkte ihnen eine Sandale, weil er ja sonst nichts besaß. Im Oratorium, wo sich der Heilige der Legende nach aufhielt, hängen zahlreiche Fresken des 18. Jahrhunderts, die im vergangenen Jahrhundert von Pasquale Grassi restauriert wurden und verschiedene Phasen aus dem Leben des Mönchs darstellen. 1874 stiftete der Forscher innerhalb des Kirchturms eine Wetterstation und danach 1877 gegründet ein Zentrum für die Überwachung der Niederschlagsmessstationen. Das Innere der Kirche hat den Grundriss eines griechischen Kreuzes mit zwei Pilasterordnungen verziert. Nur 5 der ursprünglichen 10 Altäre sind heute noch erhalten. Der suggestivste Altar ist der Hochaltar, wo die aus 1833 stammende Pappmaché-Statue Heiliges Josefs mit dem Kind steht. Unter den übrigen Altären der Kirche befindet sich auch der dem heiligen Franziskus von Assisi gewidmet. Er liegt auf der rechten Seite des Querschiffes und wurde vermutlich von Bildhauer Pasquale Simone gebaut.